Hast du Lust auf VR und suchst gerade nach einer VR-Brille, dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video sprechen wir über alle aktuellen VR-Brillen, die ich für relevant erachte, mit dem Fokus für VR-Einsteiger und zeitgleich soll das eine Art Übersicht sein. Das bedeutet, ich möchte das Video so kompakt wie möglich halten, deswegen beschränke ich mich auf 3-4 Sätze pro VR-Brille. Beginn tun wir mit der HP Reverb G2. Und diese VR-Brille war früher mal super. Okay. Sie hatte eine tolle Auflösung, die aber heutzutage auch nichts Besonderes mehr ist. Die Quest 3 beispielsweise kann da locker mithalten. Im direkten Vergleich mit anderen Brillen schlechtes Controller-Tracking. Für PC-VR wurde sie früher empfohlen, gerade stationäres, wenn ihr im Cockpit sitzt. Aber diese Brille ist eigentlich heutzutage nicht mehr zu empfehlen. Viel zu teuer, zum Beispiel hier fast 900 Euro. He needs some milk. Also ich würde sagen, diese VR-Brille spreche ich auch in Zukunft nicht mehr an. Sie ist einfach mittlerweile nicht mehr up-to-date, kann auch kein Standalone-VR, damit ist sie Geschichte. Dann ganz kurz die Valve Index und hier sieht es ähnlich aus. Schlechte Auflösung, aber sie hat ein paar Sachen, die sie immer noch am besten macht. Tracking zum Beispiel, dafür hat sie die Basisstation, denn die Controller sind super. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, in 144 Bildern pro Sekunde PC-VR über diese Brille zu spielen. Das Problem ist nur, ihr müsst halt das ganze Setup kaufen. 1080 Euro kostet das Ganze. Ich blende euch mal ganz kurz das gesamte Setup ein. Ihr seht, leider Gottes kann man das auch nicht mehr empfehlen. Sie ist einfach über die Jahre nicht günstiger geworden und aufgrund der niedrigen Auflösung und weil Standalone VR nicht möglich ist über dieser Brille, kann ich dir sie auch nicht mehr empfehlen. Aber ich hoffe immer noch, dass eines Tages eine Valve Index 2 auf den Markt kommt. So, wir machen weiter mit der PlayStation VR 2 und hier ist es ganz simpel. Das ganze Setup kostet 600 Euro und das war gelogen. Lügen darf man nicht sagen. Denn ihr braucht auch noch die PlayStation 5, also seid ihr bei 1100 Euro, damit ihr mit der PlayStation VR 2 Spiele spielen könnt. Dann gibt es nur in meinen Augen ganz wenige Spiele, die wirklich interessant sind. Also das Ganze lohnt sich in meinen Augen nicht. Wenn ihr eine PlayStation 5 habt und wenn ihr explizit an diesen PlayStation VR Spielen interessiert seid, dann vielleicht, aber sonst, nee, leider nicht. Die Hardware der PlayStation VR 2 finde ich schon ganz gut, aber weil Standalone nicht funktioniert, weil PC VR nicht funktioniert und weil ihr halt so wenig Spiele zur Auswahl habt und die müsst ihr auch noch teuer bezahlen, kann ich das Ganze leider nicht empfehlen. Und damit kommen wir zu Pico 4. Und die bekommt ihr in der 128 GB Variante für ungefähr 350 Euro. Klingt erstmal ganz gut, aber ich kann die auch leider nicht empfehlen. Denn ich finde die Pico-Plattform, da wird leider nicht mehr rein investiert. Deswegen habe ich leider nicht mehr die Hoffnung, dass da wirklich viele neue Spiele rauskommen. Die Spiele, die da existieren, sind in Ordnung, aber im direkten Vergleich mit dem Quest Store sehr schlecht. Deswegen leider Gottes kann ich die ganze Plattform nicht mehr empfehlen. Ich habe gehofft, dass die Pico 5 eines Tages rauskommt. Das wurde jetzt auch schon beneint. Scheinbar haben sich nicht genug Pico 4s verkauft, dass sich das Ganze noch lohnt. Und ich habe über das ganze Thema ein ganzes Video gemacht. Deswegen klickt einfach hier auf den Link, dann schaut ihr euch das an, wenn euch das überhaupt interessiert. Und wir machen jetzt weiter mit dem Konkurrenten, den ich stattdessen empfehlen wollen würde, und zwar der Quest 2. Die bekommt ihr nämlich in der 128 GB Variante schon für unter 300 Euro, also ihr spart euch 50 Euro. Ja, die Auflösung ist schlechter, aber ansonsten ist sie sehr, sehr ähnlich zur Pico 4 und ich muss sagen, alleine weil sie halt die Quest-Plattform hat, sprich die ganzen Spiele, die ihr dort kaufen könnt, die ihr dann Standalone spielen könnt, macht das Ganze so viel attraktiver. Gleichzeitig, ihr könnt beide, also die Pico 4 und die Quest 2 und auch die Quest 3, auf die wir gleich zu sprechen kommen, mit eurem PC verbinden, über Kabel oder auch Wireless und könnt PC-VR-Spiele spielen. Und deswegen empfehle ich jedem die Quest 2 mit 128 GB unter 300 Euro, wenn ihr euch eine günstige PC-VR-Brille anschaffen wollt. Und das egal, ob ihr Standalone, sprich ihr habt kein Gaming-PC, PlayStation oder sonstiges parat, ihr wollt einfach nur eine VR-Brille, die ihr separat spielen könnt, dafür ist sie super geeignet. Oder ihr habt einen guten Gaming-PC und wollt PC-VR-Spiele wie Half-Life Alyx spielen, dafür ist sie ebenfalls super geeignet. So, dann sprechen wir jetzt ganz kurz über die Quest 3. Und das ist ganz simpel. Ihr kriegt alles, was ihr schon bekommen habt mit der Quest 2. Nur, ihr zahlt ein bisschen mehr Geld. Hä? Oh, das ist erstmal ein Nachteil. Aber ihr habt eine viel bessere Bildqualität. Ihr habt eine viel höhere Auflösung. Ihr habt einen stärkeren Prozessor, etwas mehr RAM. Das bedeutet, ihr könnt das alles ein bisschen besser auflösen und dann sieht das Spiel halt dementsprechend auch besser aus. Und ganz neu mit der Quest 3 habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, Augmented Reality zu nutzen, sprich ihr seht eure Umgebung und gleichzeitig etwas auf eurem Schreibtisch, zum Beispiel ein Lego-Spiel oder andere Spiele. Und ich sag's mal ganz kurz, ihr zahlt hier zwar mehr Geld, aber ihr kriegt auf jeden Fall ein deutlich besseres Gesamtpaket. Wenn ihr also das notwendige Kleingeld habt, empfehle ich euch auf jeden Fall die Quest 3 über der Quest 2. Aber wenn ihr sagt, ich möchte mir das Geld sparen, macht ihr mit der Quest 2 nichts falsch. So, nun ganz kurz zu Apple Vision Pro und ich denke mal, ihr erwartet jetzt alle, dass ich sage, oh ja, das ist auf jeden Fall die beste VR-Brille. Sie kostet zwar 3.500 Dollar, aber dafür kriegt ihr so viel mehr, aber das ist gar nicht der Fall. Ihr kriegt hier auf jeden Fall eine bessere Brille zum Arbeiten in meinen Augen und ihr könnt mit der Quest 3 tatsächlich auch arbeiten,
Aber ich finde beide Brillen sind nicht gut genug zum Arbeiten. Zum Spielen ist die Apple Vision Pro in meinen Augen gar nicht gut geeignet. Ich weiß, die Bildqualität und so weiter ist bei der Apple Vision Pro viel besser als bei der Quest 3. Aber kommt schon, ihr zahlt 3.500 Euro. In Deutschland kriegt ihr die sowieso nicht. Dann müsst ihr das bei eBay kaufen für 5.000, 6.000 Euro. Also die Apple Vision Pro ist in meinen Augen gar kein interessantes Angebot. Gerade für VR-Checker absolut gar nicht. Deswegen lasst die Finger davon vorerst. Wenn in Zukunft mal irgendwie die Preise sich ändern oder eine andere Version von der Apple Vision Pro kommt, vielleicht die Nicht-Pro-Variante, dann können wir nochmal darüber reden, aber Stand heute, nö. So, das waren noch nicht alle VR-Brillen. Ich weiß, es gibt noch die Beyond da draußen und noch andere, die Pimax zum Beispiel. Und ich muss sagen, das sind keine einsteigergerechten VR-Brillen mehr. Leute, die wirklich in VR viel, viel Zeit verbringen, das sind diejenigen, die sich dann damit auseinandersetzen. Die wissen mindestens so viel wie ich. Und ich denke, darüber muss ich in diesem Video nicht sprechen. Ich möchte nur sagen, die existieren da draußen, haben eine super Bildqualität, haben kein Standalone-VR, zumindest die Beyond nicht. Aber dafür haben die OLED-Screens und die haben Kabel, die ihr mit dem PC verbinden könnt und sind viel besser für PC-VR geeignet. Aber guckt euch kurz den Preis an. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, oh, 1.400 Euro? Geht ja noch. Nee, ihr müsst ja noch die Basisstation von Valve Index kaufen. Dann kauft ihr euch noch spezielle Linsen, dann müsst ihr euer Gesicht scannen. Und dann müsst ihr auch noch betrachten, dass nur ihr diese VR-Brille wirklich gemütlich nutzen könnt, weil die ist ja dann angepasst an euer Gesicht und so weiter. Ihr merkt, worauf ich hinaus will, das ist nicht für VR-Einsteiger geeignet. Deswegen hier ganz kurz, holt euch die Quest 2, wenn ihr auf euer Geld achten wollt, weil ihr einfach nur Bock auf VR habt, aber ihr wollt so wenig Geld wie möglich ausgeben. Quest 2, hier ist der QR-Code. Ansonsten scannt einfach den von der Quest 3. Das ist in meinen Augen das beste Gesamtpaket. Kostet ein bisschen mehr, aber ich denke, es ist auf jeden Fall sein Geld wert.